Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube.com auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen ja, zu einem neuen Facecam-Video. Moin Moin. Und ja, heute zeige ich euch mal den Money-Glitch. Dafür geht ihr auf die billigste Webseite, die es gibt, dieses, was ganz unten ist, und holt euch hier den rostigen Rebell, Karin rostiger Rebell, der kostet $3000 im Online-Modus. Den holt ihr euch. Den habe ich mir jetzt hier schon geholt. Dann geht ihr zu Los Santos Customs. Geht da rein. Stattet den mit einer Autohupe aus. Genau. Hier ist die Autohupe. Die kostet irgendwas mit $1000. Bezahlt ihr. Und dann verkauft ihr den rostigen Rebell. Und jetzt schaut mal, wie viel ich dafür bekomme. $9000. Das heißt, wir machen über $4000 Gewinn. Und bei Los Santos Customs kannst du so viele Autos verkaufen, wie du willst. Wenn es deine eigenen sind. Weil wenn du auf der Straße einfach so ein Auto rippst, dann musst du 45 Minuten warten, bis du das Auto verkaufen kannst. Aber hier kannst du innerhalb von einer Stunde mehrere $100000 machen. Hier ist nochmal hier der rostige Rebell. Den könnten wir uns jetzt theoretisch nochmal kaufen und das Ganze nochmal machen und nochmal $4500 abkrallen. Ja, das ist der Money Glitch. Der funktioniert auf jeden Fall. Den könnt ihr sofort ausprobieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. PlayStation 4. Ich sage ciao. PlayStation.